Hallo und willkommen bei einer Runde TTT, natürlich wieder mit eurem Lieblingsonkel. Ja, hallo. Dem Schleimer. Schleimer. Hallo. Und Paul. Und jetzt dem mit Kevin Ficker. Stich. Dem, naja, und? Paul ist der Stecher, der enterbten. Oh, guten Tag. Ich bin der Verschlepper der Geteerten, Mann. Oh, es geht schon wieder los. Oh. Gib's dazu, das hast du vermisst. Ja, habe ich auch mehrfach gesagt, letztes Mal. Das hat was gefehlt, letztes Mal. Ah, das ist schön. Hat er? Was machst du denn da mit Sachen? Ja, immer, Paul. Ey, guck mal, ich hab noch ein Stück Seife fallen lassen. Kannst du das mal aufheben? Was hast du fallen lassen? Ein Stück Seife. Kannst du das mal aufheben? Hier? Da? Ja. Da? Oh, ja, da genau, da. Genau da. Oh, ja. Ich muss hier weg. Ach ja. Der macht komische Dinge. Ich? Ihr zwei wieder. Ich wollte nur die Seife für dich aufheben. Wer ahnt, dass du sowas vorhast? Ja. Ja. Ey, komm, der ist so groß, den musstest du kommen sehen, ja? Oh Gott. Der Onkel wollte nicht mitmachen, der Onkel ist Twitter. Was wollte ich nicht mitmachen? Du meinst der gerade seine Melone halt fallen lassen? Da hat er nur eine. Er hatte nur noch eine. So. Nein, er war auch noch hinter mir, verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's mitbekommen. Ich komme immer nie zum Waffenwechsel, weil ich immer irgendwelche Scheiße mache. Ja, da, mitten vor meinem Gesicht gibt dir der einen. Ja, ich hab doch gedacht, dass du nicht da bist, Mann. Ich hab da die ganze Zeit rumgeguckt, da war keiner. Mann. Ich bin gerade um die Ecke gekommen, da sehe ich ihn tanzen und ich weiterlaufe. Ist doch klar, wenn ich anschieße. Ich dachte echt, das wäre Paul gewesen jetzt erst. Nee. Paul ist ich immer. Ich bin hier der Nette. Mhm. Ich habe ja gehofft, dass ihr mal alle in den Keller runterlauft, in den Dunkeln, weil da habe ich nämlich eine schöne Turtelgranate hingeworfen. Oh. Nee, haben wir zum Glück nicht getan. Da muss ich dich leider enttäuschen. Hm. Oh nein, ich will die nicht haben, die ist kacke. Was willst du nicht haben? Diese komische, fette Waffe da. So huge? Huge, keine Ahnung, irgendwie. Ach, weg mit doch. H.U.G.E. Fick deine Mutter. De. Komm. Mach keine Mutterwitze, wirst du sofort erschossen. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Geil, du kommst vom Dach direkt ins Klo. Was? Ja. Hä? Du kommst vom Dach ins Klo. Krass. Ohne Scheiß. Regen in der Taufe. Hallo Paul. Kevin. Kevin ist es, er hat gerade das Schaf losgelassen. Ja, mit seinem komischen Schaf, weißt du? Oh Gott, mach die Tür zu! Lass mich in Ruhe, mit dem Scheißding! Fertig. Nein! Lass mich in Ruhe! Ich krieg dich! Niemals! Ach, guck mal! Nein! Oh, Mann! Das war eine schnelle Runde. Ja, ja. Steht hier Fastfood bei Witzi. Der mit seinem Schaf, ey. Ich hab vergessen, dass man das Scheißding hört. Ich wollte das so schön, wenn ihr beiden gerade zusammen seid, einfach reinjagen, weil. Das kann nur ich, Kevin. Aber wenn ihr beiden Penner einfach mal weglauft voneinander. Naja, wir haben ja auch Angst voreinander. Ja. Mann. Also, wenn macht wir uns sehen, Tür dann zu. Ist. Dann hab ich die pure Angst in meiner Hose, wenn ich ihn sehe. Konntest du nicht woanders hinlaufen? In die andere Richtung? Musstest du genau zu mir laufen? Ich ja. Ja, wir wussten halt, wo du bist, weil wir gesehen haben, von wo der Schaf kam. Scheiße. Stimmt. Aber das hab ich gar nicht gemerkt. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich bin einfach da lang gelaufen. Ich bin einfach weggerannt, verstehst du? Ich bin einfach weggerannt, da standst du vor mir. Mann. Melone! Alter, das Schaf ist echt cool, ey. Hast du gerade auf diese Melone geschossen? Ja. Alter,
Der Paul ist es, Paul hat mich angeschossen. Stimmt Paul, doch gar Paul, nicht. Paul, der hockt auf dem Dach. Hier, über dir, Onkel. Auf diesem Hausdach war. War? Ja, er war. Ich weiß nicht, ob er da noch ist. Ich bezweifle, dass er da noch rumtouren. Warte mal, Paul? Paul. Ich hab noch 50% Leben. Ey, der Penner. Jetzt tut er auch noch so, ey. Ziemlich krank. Der muss hier irgendwo sein. Die Frage ist nur, wo? Onkel? Ja. Okay. Hier, oh, da. Hast du gerade einen Onkel ja. Ich habe ihm gerade einen Zug ins Gesicht gejagt. Du Penner, ey. Da schießt er mich einfach vom Dach. Einfach nur an. Du hast mir nur was geduldet. Weiß ich. Ich hab dich ja auch nicht richtig erwischt. Fuck. Wo bist du denn? Ah, Hasibär. Der Onkel war auch, glaube ich, am überlegen, ob ich jetzt die Wahrheit sage oder nicht. Ich habe auch gehofft, ihr knallt euch gegenseitig über den Haufen. Er hätte natürlich auch so sein können, ne? Also es hätte auch sein können, dass ich hätte dich erschossen und sag jetzt einfach, du hast mich angeschossen. Ja. Das war gar nicht mal so verkehrt. Deswegen ist er ja irgendwann hochgekommen, um zu gucken, ob ich noch da bin. Kevin! Bärchen! Paul! Wo bist Arschloch. Du? Hasipu! Deiner Mutter. Die auch, aber. Wo bist du, Knuffelpuffi? Was willst du jetzt machen? Willst du mich töten oder was? Hm? Wäre so mein Plan gewesen, ja? Warum nicht? Hat schon beim ersten Mal nicht geklappt. Es war ja auch kein Versuch, dich zu töten. Wo bist du denn, ey? Klappt, wo bist denn du? Du Ruffelkopter, ey, das gibt's doch nicht. Nee, der Film hieß anders, Kevin. Helikopterman 2, die Rückkehr des Kreiselfickers. Ey, wo gammelst du? Du Cam-Schnitzel! Nee, Cam tue ich absolut nicht. Was bist du denn? Oben! Ja, also nicht auf dem Dach, auf der Mutti, ne? Ja, ja. Oben auf der Mutti. Nee, auf dem Dach bin ich, also jetzt bin ich auf dem Dach, aber. Wo bist ja, du? Ja, ja. Erzählen kannst du viel, weißt du? Ja, auf dem Dach. Natürlich. Am Arsch. Warum sollte ich dir vertrauen? Sag mir das mal. Du hast einen Onkel einfach nicht angelogen hab. Du hast einen Onkel einfach hinterlistig einen Zug überfahren. Ja, es ist eine Kindersendung. Hallo, du zerstörst die Erinnerungen. Ich mag Züge. So, wo bist du? Ach, da hinten. Ach, fuck. Ach, fuck. Ach, fuck. Oh, ohne Scheiß, ey. Du, der Kevin, da stand vor uns genau hin. Meinst du, der schießt mal? Meinst du, der schießt? Der guckt ja, die ganze Zeit dich doof an und schießt nicht. Du, ich musste ihn auch treffen mit einem Schuss. Hätte ich geschossen, hätte sie unten um mich getötet. Oh, nee, ey. Ich saß jetzt hier, oh Gott, schieß doch. Warum schießt du denn nicht? Als er die Leiter hochkam hier, ne? Ja, du standest ja die ganze Zeit hinter dem. Oh. Ja, das war ja nur kurz. Ja, so kurz war das gar nicht, also ich hab's nicht geschossen. Aber nicht mit der Weifel.
Na klar, Kopf, zack. Hey. Der stand eine ganze Weile einfach nur an einer Stelle. Was? Hm. Stimmt doch. Nein. Hast du dich verguckt? Nee, hab ich nicht. Hm, ja. Tschüss. Nein, komm her. Dein Arsch gehört mir. Stehen bleiben. Nein. Stehen bleiben. Nein. Doch. Nein. Fuck, ich nehme das. The door is mysterious locked. Was? Achso, mit der Helpcap drin. Mhm. Als Präsident. Aua, hör mal auf. Du weißt doch. Ach, scheiße. Och. Nein, Quatsch. Ach, du Penner. Was war das denn? Er war halt wirklich Trader. Oh Gott. Oh Mann. Oh Gott. Du bist arg. Der schießt ja wie einfach. Boah, ich hab jetzt nicht gedacht, dass ich mit einem Schuss dich umniede. Das hab ich nie gedacht. Boah, ja. Ich wollte es so hinstellen, so nach dem Motto: Oh, tut mir leid. Nein, ich hab mich vertan. Ja. Ja, ja. Er dreht sich um und schießt mich einfach, ey. Boah. Verständlich. Das war so nicht geplant. Schäme dich. Das ist so blöd. Ja, auf jeden Fall. Wieso? Oh, ich hab keine Hunde mehr. Oh ne, die ist kacke. Die will die nie haben. Wir sind jetzt hier in der Waffe, verdammt. Ach da, ich bin M16, sehr schön. Was ist das denn? Ach so, die ist das. Boah, Mann. Shotgun. Mhm. Guten Tag, Kevin. Hallo, Kevin. Kevin. Hi, Kevin. Ja, ja. Tschüss, Paul, Kevin. Tschüss, Kevin. Noch. Ja, ich muss mir erst mal hinterfragen hier, ne? Hier ist eine Kacke los, weißt du? Der Onkel, der dreht sich um und dann schießt ein paar Leute willkürlich. Die sich dann nur als Trader entpuppen, das ist ja unglaublich. Also, das ist. Der cheatet. Scheiße! Ich bin die. Oh, ich guck den auch noch. Achso, ja. Entschuldigung. Ist das ein Kacklappen? Onkel. Entschuldigung. Wann wir so lass den? Da, Paul. Mann! Tut mir leid. Ich dachte, du hast Paul schon geholt. Kevin. Nein! Wer ist denn jetzt tot? Überhaupt meine Fresse. Hier rennt beide. Onkel ist tot. Ich habe ihn über den Haufen gemäht. Was? Ach so, die ist alle. Cool. Wo bist du denn? Ach, oh. Mann, die ist leer. Fuck. Willst du was? Oh, Mann, ist denn bei dir verkehrt? Alter, es war. Ey. Ich glotz dem auch noch zu, wie er am Trader-Menü rummehrt, wie er die Granate. Ich schieß nicht! Nein, warum soll ich denn schießen? Oh Gott! Der war fast tot, ey. Wie viel hast du noch gehabt, Paul? 20! Boah, du Penner! Meine Munition war leer. Und vor allem, der guckt nämlich dusselig an und sagt: Hä? Ich hol das Schaf raus und spreche mit dem Schaf in die Luft. Ich hab auch schon gewundert, ey. Ich höre Explosionen, Schüsse und dann. Ja, irgendwie. Ich hatte jetzt komplett keine Ahnung. Ich hab komplett den Faden verloren. Der hat ja alles losgelassen, der Paul. Das war jetzt gerade wirklich. Und mit der AWP hab ich es zweimal verfehlt. Das war jetzt total Brain AFK, aber total. Echt, ohne Scheiß. Das fühlte sich auch gerade so an, so richtig. Hä? Was passiert hier? Ey, was der da gezogen hat, ne? Der hat ja den kompletten Tätershop leer gekauft dafür. Ja, da steht dort und ich gucke zu, wie er im Trader-Shop rummerzt. Konnte ich ja auch noch kaufen, nachdem Onkel tot war.
Ey, unglaublich. Ey, was ist denn hier los? Ich kann, weißt du, liegt da einer tot? Ich wusste nicht mehr, was, wer jetzt gestorben ist oder. Naja, ich hab, eine Ausrede. Ey. Alt? Ja, du bist Paul. Nee, ich hab gestern gut lange und viel gefeiert. Alter. Alter. Paul zieht auf mich. Wow. Ist der Beweis. Ja, auf jeden Fall ist das ein Beweis. Ich finde, das ist ein definitiver Beweis. Kevin ist hier unten. Nein. Ja, Kevin ist. Ja, Kevin. Kevin, Paul. Kevin, Onkel, okay, Onkel. Okay. Ah! Oh! Hat er mich da erwischt? Hat er mich da erwischt? Beide da. Oh Gott. Oh, war der geil. Boah, kommt, der war gut, ey. Oh, Mann. Ja, das war er. Ich hab einen Onkel gar nicht mit einberechnet. Ich wollte nur nicht töten und einen Onkel mit einem Schaf. Oh Mann. Gott, ey, war das. Oh nein. Oh, geile Runde. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao.